Und zwar kannst du jetzt hier im Sparkies, was neu eröffnet hat, einmal in den Drive-In fahren. Okay. Willkommen bei Sparkies. Ihre Bestellung bitte. Das kann man gar nicht essen. Da kann man gar nicht rechtsklicken. Ja, das schmeckt aber gut. Sehen Sie, habe ich gegessen. Ich weiß ganz genau, dass Sie es unten unter die Theke in den Mülleimer geschmissen haben. Ich habe ein illegales Gebäude festgestellt im Shopping District. Das wurde beim Landratsamt gar nicht angemeldet. Hä, was denn? Ja, hier, wenn man Shop claimt, dann schreibt man das bei uns im Discord, dann packe ich das auf die Liste drauf, aber ja. Da ist anscheinend irgendein Shop oder irgendwas steht da jetzt, das ist gar nicht angemeldet worden. Wo steht das? Ja, im Shopping District. Da, da steht so ein Sebo Donalds. Nee, das ist kein Sebo Donalds. So ein Sebo Donalds, dann eben Sebo King. Da kam so eine Organisation auf mich zu und sagte, oder Sebo Way. Wie auch immer. Nee, echt? Das ist nicht meins. Kannst du mir das mal zeigen, wo das ist? Wie ich einfach literally gesehen habe, wie du es gebaut hast, aber alles gut. Hast du ehrlich, ne? Ja, natürlich. Sebo, ich bin Spark. Das S in Spark steht für Stalk. Ja, das ist halt neue Sparkies, was hier im Shopping-Distrikt eröffnet. Das neue was? Das ist das Sparkies. Das Sparkies? Das ist ein Schnellimbiss. Das ist das Subway. Genau. Wo fliegst du hin? Ja, zum Shopping District. Achso, warum gehst du nicht durch dein Portal? Achso, weil Fliegen angenehmer ist. Achso, ja, dann komme ich auch. Ja, ich muss einfach nur geradeaus fliegen, ohne eine Rakete eigentlich zu nehmen. Ja, hier ist ein Dick da, dahinter, genau. Ich habe jetzt Folgendes vorgenommen. Einfach nur als Joke, jeden Tag mache ich einen Ring auf das Dick da drauf. Ach, machst du jetzt ehrlich? Ja, jeden Tag einen Ring. Ja, musst du aber dann am Ende auch als deins markieren. Ja klar, ich hab's abgeleckt, das ist meins dann. Aber sowas von. So war wir das denn, hier hinten beim Subway. Autsch. Ja, warte, stopp. Halt, stopp's. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein S ist oder ob das so ein Blitz ist, wie die Narbe von Harry Potter. Das sieht eher nach so einem Blitzer. Ja, das sollte ein S in Blitzform sein. Tatsächlich. Okay. So, pass mal auf. Warte. Kannst du einmal hier so einfach so stehen bleiben? Okay. Hier so, wo ich bin. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das exakt... Warte. Ja, da, wo du bist, kann ich machen. Genau. So, Spark. Nee. Runter mit dir. Ich weiß ja mittlerweile still und heimlich, ja, dass du da so einen Traum hast, der dir nie verwirklicht wurde, ja, Spark? Ja. Und da dachte ich mir, baue ich einfach Schönes, um dir da in Minecraft wie so ein bisschen entgegenzukommen und mit dir der Erste zu sein, der mit dir das macht. Und zwar kannst du jetzt hier im Sparkies, was neu eröffnet hat, einmal in durch den Drive-In fahren. Okay, ich dachte, hier wäre eine Falltür jetzt, deswegen sollte ich hier stehen, nicht auf dem Block hoch. Du hast einen Drive-In gebaut, okay? Richtig, das ist auch, deswegen habe ich das nicht angemeldet, kann ich auch direkt wieder abbauen. Du musst dich schon reinsetzen. Okay. Spark of Phoenix. Ja, okay, ich war mir nicht sicher. So, pass mal auf, kurzes Tutorial. Ja. Bleib da stehen, ich erkläre nur. So, du fährst jetzt gleich mit der Gondel hier entlang. Warte, das muss halt auch da auf der Schiene schon stehen. Ich konnte gar nicht überhaupt. Ja. So, hier links siehst du Speisekarte, wo wir alles anzubieten haben hier beim Sparkies. Das ist hier da, wo du reinredest. Ja? Okay. Hier hinten ist bezahlen. Ja. Und ganz hinten kommt noch ein Fenster. Da nimmst du dein Essen entgegen. Aber so schnell geht das noch gar nicht. Okay. Der schiebt mich einfach hier gegen dir. Ja, wir müssen das schon authentisch machen. Spark, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Du musst kurz sagen, du musst da drin sitzen bleiben. Ach so, ich war mir nicht sicher, ob das überhaupt schon ready ist, weil ich kann gar nicht über die Schienen fahren, die bremsen mich ab. Ja, das ist auch der Sinn der Sache. Du musst ja WASD drücken, wusstest du das nicht? Ja, doch, aber ich kann gerade nicht, weil ich nicht auf einer Schiene bin. Da schubse ich dich gleich drauf. Spark, okay. Guck mal eben. Das ist zwar, da hätte ich vorher mit jemand anders testen müssen, aber das ist jetzt deine Aufgabe. Wie hört sich das an? Hallo? Hallo? Hört sich da anders an? Das hört sich an wie aus einer Sprechanlage. Super. Ja. Das Problem ist halt, ich bin absolut die Roleplay-Lusche. Willkommen bei Sparkies. Ihre Bestellung bitte. Ja, hallo, ich bin mir nicht sicher, ob das hier so richtig funktioniert. Ich fahre gerade das erste Mal durch so ein Drive-In. Völlig in Ordnung.
einfach ihre Bestellung eben durchgeben und ich gebe dann der Küche weiter. Ja, ich hätte gern so eine Gitterpommes und ich nehme auch noch einen Saft dazu. Saft, welchen denn? Ja, sie haben nur einen. Ach, der Sparky-Saft. Kalt oder warm? Wer trinkt denn warmen Saft? Ich hätte gern kalt, eiskalt mit Eiswürfel drin, bitte. Einmal Gitterpommes. Bezahlung ist hier heute frei Haus. Wir haben heute Eröffnung. Heute geht alles auf unseren... Ja? Ja gut, ich hätte auch jetzt eh nichts dabei, weil eigentlich wurde ich hier nur reingeschubst. Achso, also hat die Werbung gefruchtet, ja? Ja genau, also ich bin sehr werbungsanfällig. Kann da nicht widerstehen. Dann einmal bitte zum nächsten Schalter. Ist das normal echt so, dass man bezahlt an einem anderen Ort? Guten Tag. Ja, tatsächlich so. Du gibst da deine Bestellung auf, dann fährst zum nächsten Schalter, bezahlst dann. Okay, ich kann anbieten, einmal mit Dreck zu bezahlen. Ja, super. Dankeschön. Ihr Essen ist sofort fertig, eine Minute vielleicht. Sie können schon mal vorfahren, okay? Okay. Wie ist wie so ein Pedalo. So. Und was war da noch? Einmal Sparkys Saft. Komm sofort. So. Moin. Moin. So, da haben wir direkt alles für dich fertig gemacht. Ich hoffe mal, dir schmeckt. Kannst du das nehmen, ja? Nee. Nee. Nee, meine Scheiße. Arme sind zu kurz. Kobe, zack. Das hat funktioniert. Und zack. Und den Saft auch noch. Genau, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und vorsichtige Fahrt und guten Hunger, ja? Gerne, vielen, vielen Dank. Bitteschön. Weiterfahren. So, das ist ein Drive-In-Spark. Okay, ich dachte, man bezahlt und nimmt sich das Essen am selben Schalter entgegen. Nee. Nee? Also, wenn nichts los ist, kann das auch passieren, aber meistens genau so. Okay. Du kannst auch gerne mal eintreten. Dann würde ich dir aber nochmal ganz kurz empfehlen, die Stimme nochmal auszupacken. Okay. Willkommen bei Sparkys. Ihre Bestellung bitte. Ja, eigentlich wollte ich nichts bestellen, aber ich habe eben gerade eingekauft. Erstens, die Quittung fehlt und zweitens, die Gitterpommes, haben Sie die mal angeguckt? Die kann man gar nicht essen. Da kann ich gar nicht reinbeißen. Das ist ein Stück Pappkarton. Halt, stopp. Die sind super frisch und super lecker. Unser Koch ist der Beste hier vom ganzen Shopping-Distrikt, ja? Da also, hinten, aber da hängt ein Etikett drauf. Da steht, das ist eine Honigwabe. Das kann nicht sein. Absolut nicht. Das kann nicht sein. Ich würde das gerne reklamieren. Können Sie gerne machen. Geben Sie mal einmal zurück. Oh, warte. So, ja, hier. Das kann man gar nicht essen. Da kann man gar nicht rechts klicken. Probieren Sie mal ein Stück abzubeißen. Einmal in die Hand nehmen und rechts zurück. Ja, das stimmt. Ja, das schmeckt aber gut. Sehen Sie, habe ich gegessen. Ich weiß ganz genau, dass Sie es unten unter die Theke in den Mülleimer geschmissen haben. Dann warten Sie. Fahren Sie noch mal einmal als Entschuldigung hier von Sparkys. Wir entschuldigen uns dafür. Wir wollten nicht am ersten Tag bereits betrügen. Kommen Sie, fahren Sie mal bitte vor. Sie kriegen was Richtiges zu kauen. Ich bin auf dem Weg. Einen Moment. Irgendwie haben Sie hier so Poller hochgeschoben. Ich kann nicht vorwärts fahren. So. Moment, ich muss mal kurz mein Auto anschieben. Ich glaube, ich habe einen Platten. Alles in Ordnung. Ist ja nicht passiert. Ist egal. Das kann passieren. Ist der erste Tag hier bei uns. So, dann bekommen Sie von uns aus Haus einen Burger und einmal die geilen Wings. Als Entschädigung. Kommt nicht mehr vor. Ich bin Veganer. Ja. Da haben wir natürlich auch noch was dabei. Der ist ja, der Vega-Burger ist ja vegan. Und für unsere Vegan-Kiste haben wir auch noch ein paar Pommes in Karottenformat. Ja. Ja. Ja, genau. Hier haben sie zwei. Ja, habe ich bekommen. Habe ich bekommen. Soweit, so gut. Super. Ist sonst noch irgendwas? Also, hier steht drauf, das sind die Phoenix Wings, ja? Ja, genau. Das sind die Flügel meiner Kinder. Ich bin auch ein Phönix.
Nein, das ist jetzt nicht so gemeint, weil ein Phönix ist ja eine Art Feuerdrache, sagt man ja, ein Feuerdrachenfabelwesen, der ist so wunderschön, das ist ein wunderschöner Drache. Moment! Der scharf ist. Ein Phönix genau, ist kein Drache. Das ist kein Drache, das war jetzt auch nur eine Fanfrage, weil das frage ich die Leute immer. Ich habe hier täglich Leute reinfahren, die sagen, die sind Augenphönix. Verstehen Sie? Und das ist eher so eine Frage, bist du wirklich einer? Das war die richtige Antwort, haben Sie sich nochmal gerettet. Aber sagen wir jetzt nochmal zum Punkt zurückzukommen. Diese Hähnchen ja. heißen nur Phoenix Wings, weil die genauso heiß und scharf sind wie ein Phoenix. Ja? Okay. Genau dann, aus diesem dann glaube ich Ihnen das mal. Ich bin ja trotzdem noch vegan, ich denke mal, ich gebe es an den nächsten weiter. So, super. Weißt du, einmal was bestellt und im Hungernden auf der Straße geholfen. Ich fahre da mal weiter. Richtig. Im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sage ich richtig. Da immer. Richtig. Tschüss. Ciao, ciao. Jetzt habe ich die Platte vergessen. Eigentlich läuft ja auch noch Musik. Aber hörst du ja eh nicht. Ja, habe ich ganz gut. Ja, nee, passt schon. Okay. Da habe ich ganz spontan gebaut. Ich dachte, ich erfülle dir mal deinen nicht gewollten Traum. Alles gut. Ich habe auch einen Obdachlosen gefunden. Hier, ich gebe dir das Schnitzel, was ich mitgebracht habe. Geil. Geil. Mega geil. Ja, willst du gar nicht wissen, wie der zubereitet? Nee, will ich nicht wissen. So, ist top gefliegt hier alles. Komm mal rein. Ja. Dann haben wir Tresen. Komm mal einmal ruhig in die Küche. Da wird gebraten. Ja? Im Schmoger. Spüler haben wir. Ja. Geil, dann hast du richtig auf Vorrat. Ja, richtig, richtig. Ja, ich konnte die Gitterpommes irgendwie nicht essen. Das hat nicht funktioniert. Und dann dachte ich, da muss ich nochmal reklamieren. Ja, das war super. Hast mich total aus meinem Konzept gebracht. Den hast du nicht kommen sehen? Nee, echt nicht. Ja, gut. Ja, das ging halt einfach nicht. Ja, cool. Das war schon sehr, sehr, sehr cool. Aber willst du das durchziehen, auch noch mit anderen Leuten hier durchgehen? Also ist jetzt so ein Community-Ding, das würde gehen. Ich kann mal bei dir im Discord eintragen, Drive-In. Sebo Drive-In. Ich glaube tatsächlich, so für, also jetzt, weil auch Polizei und so mehr RP spielt und so, glaube ich, könnte da cool kommen. Ja. Also falls du mal irgendwann nachts oder so, wenn keiner da ist, still und heimlich mal durchfahren willst, kannst du gerne machen. Ja, gut. Aber dann müsste ich ja das Haus verlassen, Sebo, das geht nicht. Meine Tankfüllung, die muss noch mindestens, so 2 Jährchen halten. Stimmt auch.